Wow, es ist wahrscheinlich eine verdammt lange Zeit her, dass ihr mich gesehen habt. Nur noch so eine Sekunde mal. Wow, die letzten 6 Videos waren in 6 Monaten. Nun, in der Zeit hat sich aber auch eine Menge verändert und ich bin hier, um darüber zu reden und gleichzeitig ein paar neue Sachen auszupacken. Meine neue Kamera. Also, es ist so eine Art Unboxing-Video, ihr wisst schon. Um genau zu sein, der Grund, wieso ich mir eine brandneue Sony Alpha 7 IV, eine brandneue Kamera gekauft habe, ist aus verschiedenen Gründen. Von meinem Studium her, ich habe kein Messer. Im Laufe meines Studiums war ich ja erst im Auslandssemester auf Mauritius. Da habe ich ja ein Video darüber gemacht, wie toll es da tatsächlich gewesen ist. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, von der Insel nicht besonders viel am Anfang gesehen habe. Und danach war ich in meinem Praxissemester. Und dieses Praxissemester fing schon einen Monat danach an, wo ich bei BMW gearbeitet habe. Und hier drin haben wir auch den Kamerabody. Wow! Da ist der Kamerabody. Eine relativ kleine Kamera, aber die Sony Alpha 7 ist wohl eine der preiswertesten Kameras, die man so kaufen kann. 4K-Videos, 60 Frames die Sekunde, da geht eine Menge. Der Grund, wieso ich mir tatsächlich diese Kamera gekauft habe, ist, weil im BMW-Pflichtpraktikum haben wir Sony Alpha 7 III, also den Vorgänger von dieser Kamera, verwendet. Und im Vergleich zu meiner Lumix G70, mit der ich das Ganze hier aufnehme, war das ein riesen Unterschied. Die Qualität von dieser Alpha 7 war irre. Die Tiefenunschärfe war der absolute Wahnsinn. Ich bin ja ein Riesenfan von Tiefenhintergrundunschärfe. Deswegen ist diese GoPro ja auch so ein bisschen platziert, dass so ein paar Sachen links und rechts da unscharf sind. Auf jeden Fall habe ich mit dieser Kamera eben schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich fand sie super und seien wir mal ganz ehrlich, wenn der einzige negative Punkt von dieser Kamera ist, dass das Menü ein bisschen schwierig zu manövrieren ist, ich glaube, da kann man sich einlernen. Also das ist ja wohl das geringste Problem. Genau. Während des BMW-Praktikums habe ich einige Sachen gemacht. Es war tatsächlich keine autospezifische Abteilung, da wo ich war. Ich war bei der technischen Planung, Strategie. Das war so ein bisschen mehr Personal von eben Chefs des technischen Bereiches. Wir haben also sehr viel mehr mit Porträts gemacht, mit Videos über die Personen tatsächlich, aber auch sehr viel eben mit Fotografie und Video zu tun gehabt. Aha, hier drin, das ist eins meiner Objektive, um genau zu sein, ich packe es eigentlich gerade in der falschen Reihenfolge aus. Das hier ist nämlich mein Teleobjektiv. Ich habe zwei. Ich habe ein 24 bis 70 mm Objektiv, das ich nachher noch holen werde. Und das hier, wenn ich es denn rauskriege, ist ein, wo steht es denn da, 70 bis 180 mm Objektiv. War ziemlich leicht tatsächlich für die Größe, war mir auch sehr wichtig. Und hier 70 mindestens und 180 Maximum. Der Grund, wieso ich die teureren genommen habe, ist, weil dies sind feste Blendenzahlen-Objektive. Beide haben tatsächlich eine feste Blende von f2,8, egal wie weit man sie dreht, im Vergleich zu dem Objektiv auf der Kamera, wo sich die Blende, also die Öffnung von dem Loch in der Linse, je weiter man reinzoomt, desto größer wird die Blendenzahl, also desto kleiner wird das Loch und somit kann weniger Licht durch und es ist schlechter zum Fotografieren. Ja, aber weil ich bei diesem Praktikum war, bedeutet ja nicht, dass ich jetzt plötzlich so viel neue Kamerasachen kaufe. Ich meine, das Ganze war schon fast so teuer wie mein Auto, wie Amelia. Der tatsächliche Grund,
warum ich diese ganzen Sachen kaufe, ist ein anderer. Ein Grund war tatsächlich, um die Qualität von diesen Videos zu verbessern. Ich versuche ja immer sozusagen das Beste aus meinen Videos rauszuholen. Und die Qualität der Videos selber vom Schnitt her, denke ich, sind schon auf einem guten Niveau. Nur die Kamera war teilweise noch nicht die allerbeste. Ein bisschen sehr wackelig und so weiter. Und auch von der Bitrate, sage ich mal, nicht die allerbeste. Es war einfach eine gute Anfangskamera, als ich 2019 meine ersten Videos gemacht habe. Aber mittlerweile sind wir da doch schon etwas weiter gekommen. Ah ja, und hier drin ist das Hauptobjektiv. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie rauskriegen. Ja. Das hier ist eine 24 bis 70 mm. Ich habe auf dieser Kamera eine 14 bis 140 mm, was damals für alles gereicht hat. Es reicht ja jetzt immer noch, ich benutze die Kamera ja auch weiter. Das Problem war nur eben die schlechte Belichtung und deswegen eben diese zwei separaten. Ich filme meistens sowieso nicht mit 14 mm, dabei ist alles irgendwie so, ja, fast wie ein Fischei, dass alles viel zu breit ist und der Fokuspunkt ist viel zu klein. Deswegen jetzt eben diese hier mit 24 mm kommt mal. Genauso weit, sag ich mal. Und mit 24 bis 70 und 70 bis 180, denke ich mal, kann man auch in jeder Situation fotografieren. Aber jetzt tatsächlich der Grund, wieso ich diese Sachen kaufe, denn es ist tatsächlich nicht nur für diese Videos. Denn, wie ihr vielleicht gesehen habt, an dem Banner hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe mich nämlich selbstständig gemacht. Tatsächlich habe ich diese Arbeit auf Mauritius angefangen. Da gab es einen Kurs, wo wir eine Brand entwickeln sollten. Haben wir gedacht, ich nutze das gleich. Und sozusagen innerhalb dieses Kurses sollten wir auch Visitenkarten gestalten. Und diese Visitenkarten habe ich hier drin. Genauer gesagt sind dies 2000 Visitenkarten. Und ich habe auch ein paar Flyer gemacht. Schaut mal, das hier ist das Poster für meine eigene Selbstständigkeit. Bespoke Exposures, der Name im Deutschen übersetzt wäre sowas wie maßgeschneiderte Belichtungen. Es zeigt so ein bisschen genau das, was ich machen möchte. Maßgeschneiderte Fotos und Videos und vielleicht auch andere Medien auf Kundenwunsch. Ist schon ziemlich nice. Und die Visitenkarte auch dazu, natürlich deutlich kleiner, zeigen wir es mal hier. Mit der Vorderseite sehr clean, mit den drei Farben Beige, Gold und diesem dunklen Blau habe ich versucht, so ein bisschen mehr eine feine Seite zu zeigen. Mein Fokus ist so ein bisschen mehr auf Automobilfotografie, Porträts, aber ich sag mal, vor allem jetzt am Anfang, versuche ich mich natürlich überall noch einzuarbeiten. Also wenn ihr einen Fotografen braucht, ich wäre verfügbar. Die ganzen Links und so weiter zu Webseite, zu Social Media Kanälen und so weiter sind in der Beschreibung. So, machen wir noch mit dem Unboxing weiter. Wir haben nämlich noch viele kleine Sachen. Kamera und die zwei Objektive haben wir jetzt schon ausgepackt und jetzt haben wir noch Equipment, zum Beispiel hier. Ich habe gesagt, wir haben noch ein paar extra Akkus besorgt, also hier ist noch ein extra Ladegerät, ein Cube 2. Genau dieses Ladegerät haben wir auch bei der BMW verwendet und durchgehend zufrieden gewesen. Also nicht nur mit dem Kamera-Equipment bei der BMW, aber auch das Praktikum selber. Ich bin bei einer wunderbaren Gruppe gelandet. Ich bin per der BMW-Webseite reingekommen, hatte während ich auf Mauritius war mein Vorstellungsgespräch und dann auch recht schnell die Bestätigung, dass ich aufgenommen wurde. Wir hatten, waren eine Gruppe von so 9, 10 Leuten vielleicht und ja, es war einfach eine tolle Zeit, ein tolles Erlebnis. In der Zeit sehr viel gelernt, auch eben über wie man eine Kamera noch weiter bedient. Ich hoffe, ich kann dies in der Zukunft dann auch noch weiter verwenden. Außerdem ist dieser kleine Cube hier einfach putzig. Was haben wir sonst noch in unserem kleinen Topf hier? Hier drin haben wir eine kleine Dauerleuchte für auf der Kamera, also die kommt tatsächlich hier oben drauf. Die Sony Alpha 7 IV hat tatsächlich keinen integrierten Blitz,
Ich hätte einen Blitz kaufen können, einen externen. Ich fotografiere aber eh nicht gerne mit Blitz, aber eine Dauerleuchte ist generell praktisch. Ich meine, ich habe die zwei, mit denen ich hier ausgeleuchtet bin, für so. Aber sollte ich mal unterwegs sein und merken, huch, es ist ein bisschen dunkel, dann kann ich diese kleine Leuchte hier problemlos einfach oben anschließen. Um das Ganze zu transportieren, es ist noch nicht alles, aber um das Ganze zu transportieren, haben wir hier noch so einen wunderschönen Fotosack, so einen Fotorucksack mit ganz vielen Fächern hier auf der Seite für, auf der Seite hier für Stative, auf der Seite für vielleicht ein Getränk oder ähnliches und mit dem Reißverschluss auf der Innenseite, sodass da absolut niemand dran kann. Und auf der Innenseite finden wir ganz viele kleine Fächer für verschiedenste Sachen. Hier oben zum Beispiel würde der Fotoapparat reinkommen, was ich hier gerade rausgetan habe. Es ist das erste Mal, dass ich Filter gekauft habe, die man eben vorne an die Kamera befestigt. Wir haben hier... was ist denn das schon wieder alles? Was wir hier insgesamt drin haben, sind Polfilter für beide Objektive, die sind unterschiedlich groß. Wir haben einen variablen Grau-Filter, den man eben drehen kann. Eine SD-Karte mit irrer Geschwindigkeit kann bis zu 300 Megabyte pro Sekunde rechnen. Bei dieser Kamera tatsächlich auch sinnvoll und notwendig. Ich habe gefragt, die kann im Fotomodus bis zu 11 bis 12 Bilder die Sekunde schießen. Also wenn man mit sie zum Beispiel macht, brrrrat, wirklich. Da freue ich mich sehr darüber. Panning ist eine meiner Lieblingsfotostrategien. Noch eine normale SD-Karte, zwei extra Akkus, die man auch extern laden kann. Dafür eben genau dieser kleine Orangen, den ich jetzt irgendwo versteckt habe. Es wird gerade ziemlich voll hier. Die einzelnen Akkus und die SD-Karten und so weiter, die packe ich jetzt mal nicht aus. Aber es ist ja schon ein ziemlich voller Tisch, sagen wir mal. Hier nochmal mit der GoPro aus meiner Perspektive, Hals, Kamerabody und so weiter. Ich würde sagen, wir bauen jetzt nochmal die Kamera in ihrer Basisform zusammen. Ich denke, ich werde eine Art Vergleichsvideo zwischen der Lumix G70 und dieser Sony Alpha 4 eben machen. Einfach um zu sehen, wie viel besser dann doch eine, sagen wir mal, professionelle Kamera versus eine semi-professionelle Kamera ist. Es ist halt ein ziemlicher Ocken hier vorne dran. Das Gewicht passt einigermaßen. Sie ist definitiv leichter wie die Alpha 3 mit dem Objektiv, das ich drauf hatte. Ein Grund, warum ich mir auch die Alpha 4 gekauft habe und keine gebrauchte Alpha 3, ist genau der Grund, warum ich auch die G70 gekauft habe. Ein komplett einstellbares und drehbares Display. Mir war dies tatsächlich sehr wichtig, weil ich ja vielleicht teilweise mich auch selber filmen möchte. So. Und mit einer 24mm muss ich den Arm schon ganz ausstrecken können. Deswegen auch das leichte Gewicht. Was ist jetzt für die Zukunft geplant? Also da ja jetzt Cartopia TV sowohl für mich Freizeit als auch potenziell Werbung sein könnte für potenzielle Kunden, werde ich versuchen, deutlich aktiver hier Videos hochzuladen. Ich weiß nicht, wie lange diese Videos sein werden. Vielleicht werden sie 16 Minuten lang, vielleicht 25 Minuten lang, wie zum Beispiel das Nürburgring Ringwerk-Video, das ich gemacht habe. Oder es werden auch nur ganz kurze 5-Minuten-Videos. Vielleicht werden es sogar Shorts. Ich habe da eine gute Idee für eine Shorts-Serie, wo ich ein paar absurde, verrückte und interessante Autos vorstelle. Oh Mist, mir fällt gerade ein, in diesem Video ist ja absolut nichts mit Autos zu sehen. Ja gut, dann gebe ich ein kleines Update. Sehr großes Update gibt's nicht. Meinem Auto Amelia geht's gut. Ich habe vor kurzem 140.000 Kilometer geknackt. Ja, Tonio ist noch da, fahren wir auch sehr gerne. Der Cayman ist immer noch grün. Wir fahren übernächste Woche zum Nürburgring. Mal schauen, ob ich mir da was ausdenken kann, was man als Video machen kann. Es ist der Oldtimer Grand Prix. Also vielleicht nicht so viel selber fahren, vielleicht ein bisschen mehr
von dem Event. Sagt mir, ob euch so ein Video über das Event gefallen würde. Vielleicht eine Car Guys Paradise Episode, wer weiß. Ja, und keine Neuanschaffungen außer, glaube ich, ein KTM-Bike, das mein Vater gekauft hat. Aber schließlich sind wir hier nicht bei Biketopia TV, sondern Kartopia TV. Ja, somit würde ich sagen, bin ich fertig hier. Das Vergleichsvideo kommt dann irgendwann in der Zukunft. Bleibt am Kanal, ich werde regelmäßig versuchen hochzuladen, ob Shorts, ob lange Videos. Ich werde Fotos von interessanten Autosachen, die ich gemacht habe, entweder in der Vergangenheit oder jetzt für Kunden, werde ich in der Community Tab hochladen. Vielleicht ein Bild pro Woche, vielleicht unter der Woche, mal schauen. Schaut auf jeden Fall bei Bespoke Exposures, bespoke-exposures.de vorbei. Schaut auf den Instagram-Kanal, Bespoke Exposures, alles in klein zusammengeschrieben. Einmal vorbei, wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Banner auf den Like-Button. Und ja, ich muss das alles jetzt irgendwie wieder aufräumen, sodass ich, wieder hier arbeiten kann. Also. Ciao.